Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dyson's 4 Programm. So, Eisenfeld, okay. Okay, es gibt hier aber noch 15.000. Mal schauen, ob wir das nicht noch irgendwo bekommen. Achso, das geht hier hin. Okay. Verstehe. Das ist noch nicht erschlossen. Vielleicht kriegen wir das. Genauso wie das hier. Dafür brauchen wir diese Kristalle. Nein, scheiße. Das sind nochmal 2 Millionen fast. Das könnten wir schon gebrauchen. Oh, wir haben keine Förderbänder mehr. So, Eisenproduktion. Da unten, okay. Dann gehen wir in die Richtung. So. Tja, dann werden wir noch ein bisschen Förderbänder brauchen. Fuck. Wo fördert ihr hin? Auch daher, okay. Und Lack of Item, da haben wir sie schon. Mann, das dauert, bis sich die dahin bewegen. Ja, viele Folgen werden wir dann hier nicht mehr haben. Wow, die Forschung ist auch langsam. Mangelt es immer noch so sehr an Antimaterie? Woran mangelt es hier genau? An der lilanen Forschung. Kabeln. Ist gar nichts. Ein paar sind drinnen. Nicht der Rede wert. Sie werden halt nur wirklich nur einzeln produziert. Auch hier läuft es nicht gut. Da fehlen die Linsen. Aus welchem Grund auch immer. Also gar nicht das Problem mit den Quantenchips momentan, Gott sei Dank. Okay, komm. Das brauchen wir. Das nehmen wir auch mit. Und normales aber unbedingt. Was haben wir hier nochmal für ein Problem? Plastik!
Warum haben wir schon wieder kein Plastik? Ich dachte, das hätten wir behoben oder zumindest versucht. Aber scheinbar wie ist das überhaupt? Das muss hier sein. Mhm. Also die produzieren hier Plastik. Auch wenn es nicht war. Kein Graphit. Graphit ist das Problem. Alles klar. Der verarbeitet Graphit. Warum verarbeitest du Graphit? Nee, das machen wir nicht. Aber hier keine Kohle mehr ankommt, dann. So, oder kaum noch. Was sind 23.000? Die wollten das ja langsam abgebaut werden. Können wir das natürlich ein bisschen beschleunigen. Das war meiner. So, jetzt kommt hier wieder ein bisschen Kohle an. Ein bisschen mehr. Und da kommt vereinzelt mal was. Gut, damit gibt es jetzt wieder mehr Plastik. Öl haben wir. Wasserstoff haben wir auch mal. Das nicht so tragisch aus. Da haben wir nichts mehr. Und upgraden können wir die ja leider nicht. Das wäre gar nicht mehr so schlecht, die abzugraden. Nach wie vor zu wenig Deuterium. Aber wir haben nur einen Input hier, der läuft konstant und wir haben hier drei Outputs. Das kann natürlich nicht gut gehen auf Dauer, ne? Ist auch klar. Die kombinieren hier zumindest. Zumindest ein bisschen. Aber warte mal, dann können wir ja die einfach da anschließen. Dann machen wir das so. Mehr zu tun, die stacken das mehr und damit kommt hier mehr an. Tada! Schon besser! Alter, die stacken das hier ja auch nochmal. Einmal, ein zweites auf zwei. Wird dann auf drei oder so gestackt. Ha. Na gut, soll so sein. Ja, der exportiert hier nur. Oder? Ja. Explodieren wir das eigentlich? Wo explodieren wir das denn hin? Ja, wahrscheinlich zu unserem Forschungsplaneten. Oh ja, also manchmal drei oder sogar vier Stacks vielleicht? Sieht das so schlecht? Kommt halt sehr unregelmäßig an, aber immerhin. Immerhin kommt was an. Ja, aber es ist hier auch stacken schon.
Hier kommt vereinzelt was durch, wenn die das nicht gerade fressen. Was sagt euch die Zeit? Ah, haben wir ihn noch. Passt. Gut. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Also zurück nach Mustafa. Vorher schauen wir noch hier zur Produktion bei den Kabeln. Ob sich das jetzt schon ein bisschen verbessert hat. Sieht nicht so aus. Das kommt, ein bisschen Plastik kommt hier an, aber es ist nicht viel. Ich meine, das ist ein weiter Weg, da kommt vielleicht dann noch mehr, aber ja. Nicht wirklich. Immer noch ein Trauerspiel. Gut, das ist auch der Output sehr langsam hier. Ah, und weil es auch in die Richtung geht. In die Richtung werden wir jetzt gleich mal auch dran. Negativ. So. Du darfst hier hin und wieder mal ein bisschen was rausschicken, ansonsten geht das Plastik in die andere Richtung. Dankeschön. Schon besser. Damit sollte das Problem hoffentlich erstmal behoben sein. So, this way. Boah, wenn wir so fliegen, würden wir eine Stunde brauchen. Aber die machen richtig auf. Müssen wir da durch können. Naja, sie ist ja fast fertig. Die letzten Solar Sails müssen da noch dran. Energiemäßig schaut gut aus. Fertig. Fast fertig. Die letzten Löcher hier werden geschlossen. Na gut, fehlen aber immer noch etwa fast 3000. Ja, die ist einfach sehr, sehr groß geraten. So, da sind wir. Eisenproduktion. Und Abbau, besser gesagt. Wie weit müssen wir da? Da müssen wir hin, okay. Sieht hier gut aus. Ah ja. Dann gehen wir hier hin. Naja, da können wir gleich anschließen. Hm? So,
So. Das ist eh voll auf einmal. Und hey, hier schaut es jetzt auch gar nicht mehr so schlecht aus. Okay. Gut, dann war es gar nicht mal so dringend offensichtlich. Ah ja, die ganzen Eisenabnehmer haben sich wahrscheinlich erstmal wieder anfüllen müssen. Und jetzt passt's wieder. Gut. Nächster Punkt. Wir schauen wieder zu unserer Forschung. Ist sie hier? Oh ja, die ist hier. Da tut sich auch einiges. Wir haben hier einen Dyson Swarm bereits. Heißt, wir müssen weiterbauen. Wir haben zu viele Railguns. Beziehungsweise zu wenige Silos oder zu wenige Nodes, die das brauchen. Schauen, wo wir die Solar Sails noch anbringen können. Aber ist eh gut, so haben wir mehr Energie und mehr Antimaterie damit. Warte, das war nicht der. Das ist nicht der Forschungsplanet. Der ist ja hier. Fehlt nicht mehr viel. So, wie schauen wir jetzt hier aus? Keine Produktion. Oh, es mangelt hier nicht mehr an Antimaterie. Es mangelt jetzt hier an der lilanen Forschung. Oh no, oh no, oh no. Und auch hier sind es die Kabel. Warum? Und warum die Kabel? Hier, oh, hier, ja, hier hakt es mit den Dingen. Okay. Ja, wo kriegen wir die eigentlich her? Haben wir die einfach nur importiert? Oh ja, die haben wir einfach nur importiert und jetzt kriegen wir keine mehr. Scheiße. Gut, wir haben halt auch noch keine Produktion dafür gebaut, ne? Das sollten wir vielleicht machen. Bedient euch. Gut, das heißt, wir müssen wieder zurück nach Mustafa. Und wir haben momentan noch mal genügend Antimaterie. Ja, und wir wollten das upgraden hier, oder? Oh, wir haben hier gar nichts. Scheiße. Gut, wie schauen wir hier aus? Okay, die Struktur hier ist fast fertig. Wie auch die Hülle. Wobei fast fertig, ich meine, da fehlen schon noch gute Stücke, da fehlen noch Nodes. Hier innen fehlt noch ein bisschen mehr. Aber es geht voran. Gut. Können wir das hier ausfüllen? Natürlich nicht. Dafür brauchen wir vermutlich dann. Vermutlich hier noch eine Verbindung. Na, too far apart geht gar nicht. Ah, dann bleibt es hier so wie es ist. Wir machen uns wieder auf den Weg nach Mustafa. Wir brauchen was Neues. Titan kriegen wir eh dort. Passt. Mann.
Oh, Part ist dann auch zu Ende. Gut, dann werden wir diese Kristalle im nächsten Part dort konstruieren oder züchten, verarbeiten, was auch immer. Die einzige Dyson-Sphäre, die fertig ist. Momentan zumindest. Ach ja, wie schaut's eigentlich hier aus? Wo ist sie denn da? Hey, die wird auch langsam fertig. Da fehlt gar nicht mehr viel. Das ist fertig. Die außen fehlen noch ein paar tausend, auch etwa 4000. Und wir haben einen gewaltigen Dyson Swarm, den wir momentan nirgends anbringen können. Gut, soll es so sein. Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!